feiere immer noch das erste Spiel, das bei mir Torwart Pikachu und Dave denkt, sehr gut, die Sache ist dort. Ja? Und? Und Pikachu im Nuzlocke Run stirbt, immer gut. Ring, ring. Dave, ich bin's. Na, sammelst du auch schon fleißig Orden? Bei welcher Arena bist du gerade? Oh, im Ernst, das ist ja ganz in der Nähe. Warte, ich komm schnell vorbei. Ah, Gott. Ah, da bist du ja. Ich will das nochmal kämpfen. Zwei Arena-Orden hast du schon. Nicht schlecht. Einen dritten Orden willst du dir also hier holen, was? Ah, du schaffst das schon, Dave. Denke ich zumindest. Am besten trainierst du vorher noch ein bisschen, indem du gegen mich kämpfst. Was meinst du? Ach, komm. EP sind EP. Yippie! Dein Tatendrang gefällt mir. Sehr gut, dann lass uns nicht lange fackeln. Licht sie auf zum Kampfplatz. Okay, wir laufen hier automatisch hinterher. Gott sei Dank. Hm? Ich bin vor Arena-Kämpfen immer erst zum Kampfplatz der jeweiligen Stadt gegangen. Kann nicht schaden, sich im Voraus mit der Lage und mit der Beschaffenheit des Kampfplatzes vertraut zu machen. Ja, nein. Schließlich können diese Infos den Kampf beeinflussen. Nein. Oh, in deinen Augen sehe ich, dass du stärker geworden bist, Dave. In dem Fall sollte ich wohl ein paar meiner besser trainierten Pokémon auswählen. Na dann, los geht's. Oh, Level 100 Despotar. Der Kampf ist das Ziel. Okay. Was hat sie denn? Ein Wurfels. Sind wir noch mit Blackie vorne? Nein, scheiße. Wieso ist denn Dummiesel vorne? Das wird eine Kopfübung für deinen nächsten Arena-Kampf. Also halte ich mich zurück, klar? Na gut, dann. Upsi. Oha, die Attacke war eine gute Wahl. Du wirst mit jedem Mal besser. Du bist ein Gesteinstyp. Selber schuld. Blick ist ganz unten, ne? Pamo war. Was wäre, ne? Haben wir ein Mirror Match? Becky geht halt gar nicht in dem Kampf. Knabbern genauso wenig, ne? Wir lassen es einfach mal. Und dann wirst doch gar nicht entwickelt? Oh, wir sind hart drüber, okay. Bitte nicht Statik. Please. Gut aus? Sehr gut. Quentente. Was für ein Ding? Das klingt nach einem Wasser-Pokémon. Jetzt bin ich gespannt. Was wird das denn? Oh, das ist die Mittelstufe vom Starter, ne? Vom Pflanzenstarter, vom Wasserstarter dann. Glaub bloß nicht, dass du schon gewonnen hast. Mit diesem Pokémon wende ich das Blatt. Ja, wie heißt du? Fuentente. Da du jetzt auch ein Ohr passt, ist es nur fair, wenn ich mein Pokémon Tether kristallisiere, oder? Ach so, stimmt, das gibt's ja auch noch. Ich benutze die Feature meistens nicht. Dynamax fand ich super. Alles ist besser als Mega. Mega suckt. Was super imbalanced ist. Großer Gegner davon. Ja, neue Designs, more voll cool. Ja, nee. Einfach nein. Oh, guck mal, das überlebt. Versuchen wir es nochmal mit unserer Attacke. Aquawelle. Solange ich nicht verwirrt werde, ist mir das egal. Oh, die haut aber ganz schön rein. Nicht verwirrt. Gut. Dann GG. Achso, das ist noch was, aber ich glaube nicht. Nach deinem Ace sollte nichts mehr kommen. Du sagst auch gar nicht. Du wirst wirklich immer besser. Nur 1300?
Du bist aber geizig. Wird alles für Pokébälle ausgegeben, ne? Was? Du hast doch auch erst 2 Arena-Orte. Warum bist du denn schon so stark? Backtracking. Das war mal ein guter Kampf. Ich hatte einen Riesenspaß. Hier, ein kleines Dankeschön. Drei Hyperheiler. Das ist brauchbar. Am liebsten würde ich jetzt sofort nochmal gegen dich anfitten. Aber als Champ sollte man es auf seine Gegner Rücksicht nehmen. Also lassen wir das lieber. Dann will du nur weiter orden. Wir kämpfen wieder, wenn wir uns das nächste Mal in einer Arena über den Weg laufen. Also in Arena 4. Dave. Ich hoffe, dass du noch viel stärker wirst. Sehr viel stärker. Unglaublich viel stärker sogar. Da können wir ganz, ganz viel kämpfen. Hat schon so ein Fable dafür, ne? Ist das schon Fetisch oder noch einfach nur ein Hobby? Ich weiß es nicht. Du musst aber erstmal die Arena-Prüfung meistern. Viel Erfolg dabei und danke für alles. Jo. Warte, mein Team wenigstens geheilt. Dann muss ich nochmal zur Pucke. Zum Poké-Center laufen. Fast. Hallo. Willkommen in der Arena von Famanka City. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Dave, sagst du? Jo. Bevor du dich mit Arena-Leiterin Enigmara messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, in einem von Enigmaras Videos aufzutreten. Was? Da Enigmara auch Streamerin ist. Stimmt, sie war Streamerin, da war was. Das Video war super, das war sauwitzig. Wird es deine Aufgabe sein, in ihrer Show als Gast aufzutreten und für Stimmung zu sorgen. Alles Weitere erfährst du, wenn du dich nach draußen begibst. Viel Erfolg. Okay. Habe ich den anderen hier noch gar nicht. Hola, ciao und hallöle. Okay. Ah, wollte ich gerade sagen, das hat sich dann im Voltwohl angehört. Ich bin bereit. Deine Jacke. Dragoran, Kangama, Gyarados, Lizaros, Nidoking. Was sind denn noch 5? Da fehlt ja noch einer. Ich helfe bei der Arena-Prüfung aus, deshalb warte ich hier geduldig auf meinen Einsatz. Ah, Blitzer. Blitzer ist toll. Ich mag Blitzer sehr. Ist, gehört definitiv zu meinen Lieblings-Evolutions. Jetzt bin ich gespannt. Was müssen wir dann machen? Ich mochte die Mega-Entwicklung. Wie gesagt, designtechnisch, ja, okay. Manche sind halt hart over the top edgy. Aber sie sind schon nicht schlecht. Wie geht denn das Mikro eigentlich dauernd runter? Hey Leute, es ist Zeit für Enigmaras Enigma TV. Oh je. Ich mach mich mal raus, komm. Das wirkt witzig. Na, alles klärchen? Ich weiß gar nicht, wie sie sprechen. Hallo, ciao und hallöle. Und schon bist du gefangen in meinem Elektronetz. Ich bin, sagst du? Na, Enigmara natürlich. Ich bin hier die Arena-Leiterin. Ja. Hi, ne? Wow, du sprichst meine Sprache ja fließend. Ist es nicht deine erste Show, was? Sie ist weird. Vielleicht fühlst du dich von dieser Situation etwas überrumpelt. Doch keine Zeit für Panik, denn wir sind schon live und das weltweit. Also schön lächeln. Danke, dass du dich heute als Herausforderer in der Famanka Arena begrüßen darf. Also ich dich. Ich freue mich natürlich voll, dass du da bist. Aber so als Promi bin ich auch immer ziemlich beschäftigt. Darum gibt es bei mir nur Collabs mit Leuten, die mir haufenweise Videos einbringen. Ich meine natürlich, die mit Begeisterung bei der Sache sind. Wenn ich heißt das, dass ich mir erstmal dann einen Fight mit dir liefere, wenn unser Stream ein viraler Hit ist. Wow, das ist ja mal... So, ich lese euch auch nur noch vor, wenn ihr mir neue Views bringt. Also jeder von euch bringt jetzt einen Freund hier rein, der auf Follow drückt. Ansonsten lese ich euch nicht mehr vor. Ist das System hier hinter? Hallo Strategy. Dann hast du noch Spaß, den Progress Offline nachzuspielen? Ja, total. Ich habe mir mal ein bisschen Detective Conan geguckt. Bann Dave. Quatsch. Du kannst es kaum abwarten, was? Dann schauen wir doch mal, was heute auf dem Plan steht. Just chatting, oder? Bitte begrüßt mit mir den schlendernden Gentleman. Yay! Ach, guck mal. Der Direktor. Oho!
Oho, Dave, das ist ja eine Überraschung. Nanu, was geht hier vor? Ihr zwei kennt euch bereits? Das ist ja mal ein Plot-Twist. Er war so charismatisch, als er durch die Stadt schlenderte, da wollte ich ihn gleich zu meinem Stream hier einladen. Hohoho, welche Ehre. Unser Herausforderer Dave wird sich gleich auf die Suche nach diesem Herren hier begeben. Oh nein, Versteckspiel. Wenn er unseren Schlendermann, goddammit, über das Kamerasystem der Stadt dreimal finden kann, besteht ihr die Arena-Prüfung. Woohoo! Und diese lustige Versteck-Challenge nenne ich epische Suche. Wo ist der schlendernde Gentleman? Der Titel passt doch so, oder? Den kann man nicht irgendwie falsch verstehen. Zu viel Clickbait? Ach, das geht schon. LOL. Oh Gott, ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Nein, das ist witzig. Na dann, Schlendermann, bitte begib dich auf deine Position. Die Pokémon-Liga leistet immer gute Arbeit. Daher helfe ich hier gerne aus. Aber bitte seid nachsichtig mit mir. Wie schnell der alte Mann ist. What the heck? Okay, so langsam müssten die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Schlendermann, bist du bereit? Ja, ich bin soweit. Okay. Jetzt bin ich wieder drüber. Verdammt. Mann! Kann ich nicht auf der anderen Seite sein? Dann sind wir startklar. Irgendwo in dieser Aufnahme versteckt sich unser schlendernder Gentleman. Wer die Glubscher weit auf wie ein Magnetide und versuche ihn zu finden. Na dann, los geht's. Auf die Plätze, fertig, los. So. Warte mal, ich blende mich sogar mal aus, wir müssen ja was gucken. Ja, ich kann noch nichts machen. Da oben ist ein Magnezone. Da oben, ach, da hockt er. Hier. Aber guck mal, da ist ein Magnezone, Pachirisu. Das ist die Denne da oben auf dem Schirm, ist nicht schlecht. Oh wow, das zoomt sogar noch weiter rein. Ja, ich weiß, wo er ist. Ich guck mich doch nur um. Mann, Spiel. Huch. Da wurde ich wohl entdeckt. So, steht auf Opas. Dafür müsste Dave erstmal den Chat lesen. Lies den Chat doch. Immer diese VTuber. Schlimm, ne? Dave hat den schlendernden Gentleman gefunden. Wow, das war der absolute Wahnsinn. Bevor es gleich mit der nächsten Suche weitergeht, muss er gegen einen meiner Fans kämpfen. Zeig dich, Pokémaniac. Oh, endlich mal Zwischenfalls. Ah, ich bin hier, um die Show so richtig einzuheizen. Für Enigmara! Der ist ein VTuber-Anime-Girl, immer. Und hallo, Impact. Dachte gerade, du hast einen Avatar. Genau. Da ist aber keins auf deiner Jacke, ne? Mein Lieber. Bedroh, das ist natürlich unschön. Wir sind langsamer, natürlich sind wir langsamer. Meinst du, dass wir Dave zu dem Video machen können? Alles besser als das Ding in dem grünen Rahmen. Sag mal, du verlierst dir gleich dein Schwert, mein Lieber. Da ist aber heute jemand auf Krawall aus, ne? Ich wüsste nicht mal, wie man so ein Avatar-Ding macht. Also, seriously, keine Ahnung. Ich hab schon wieder nicht aufs Level geguckt, ne? Ach, ich blende mich jetzt einfach komplett aus währenddessen. Das ist so doof, dass die genau auf der Seite ist. Unser Herausforderer hat gewonnen. Nice! Was für ein spektakulärer Kampf. Ein kleiner Kamerawechsel. Relaxst du mit Brüsten. Wow. Gib ihm wabbelige Wiesenbrüste. Hallo, Slayer. Das ist deine erste Nachricht. Schön. Schlimm hier mit euch. Und hier ist unsere nächste Stage. Alle kennen es, alle lieben es. Unser Pokémon Center. Auch hier versteckt sich unser Schlendermann. Also Augen auf und losgesucht. Sehen doch schon. Na nu. Und da dachte ich hätte mich ganz gut versteckt. Nö. Der schlendernde Gentleman wurde auch zum zweiten Mal gefunden. Was für ein Skill, was für eine Technik. Bevor es gleich mit der nächsten Suche weitergeht, steht ein weiterer Kampf an. Zeig dich, Pokémaniac. Der gleiche nochmal? Sieht so aus, ne?
wir die Kämpfe wieder einblenden. Spaß mir mal. Relaxe, Avatar. Kannst du einfach mal kopieren. Bester Stream von Waldo, ja. Melde mich nur, wenn es wichtig wird. Ah ja, bei Brüsten meldest du dich, natürlich. Level 22, ein Zappler, dieses war der Fisch, ne? Ja. Der wird zu dem Aal, glaube ich, oder? Oh, du hast... Wieso hast du Schwebe? What? Das ist ja richtig Quatsch. Ein Fisch hat Schwebe. Was bist du gesagt? Wow. Komm, Omni-Boost, Omni-Boost. Tackle, dein Ernst? Das Gemeine, man hat nur eine 10% Chance auf den Omni-Boost, also dass alle Stats erhöht werden, sagt man Omni-Boost. Und man hat nur 5 Antikraft-AP. Oh, ein Hyperborder, was ist ein Hyperborder? Ich bin Hornborder. Hyperborder! Stärke 100, Genauigkeit 100. Und es ist Stab. Same Type Attack Bonus. Das ist strong. Hallo Bademantelmann, viel Spaß im Lurk. Wieso benutzt du Dummiesel? Wolltest du nicht nur neue Pokémon benutzen? Ja, aber ich habe extra gefragt, ob Dummiesel hier endlich mal eine Entwicklung bekommen hat. Und als es hieß ja, habe ich sofort gesagt, ich benutze Dummiesel. Antikraft ist zu gut. Walzer dauert lang. Lebensstelle mit Genauigkeit senken ist halt auch nett. Ist aber auch nur eine Bodenattacke. 20 Stärke. Ich würde für den Walzer ist halt eine schöne Gag-Attacke. Ich muss mal ganz kurz was gucken zu Walzer. Wie war, hat sich Walzer nochmal verdoppelt der Schaden immer? Also Pokémon. Da kommt immer ein fixer Wert drauf. Das weiß ich jetzt gerade. Ich glaube, der verdoppelt sich, ne? Ach, unser Schaden. 5 Wunden. Die Stärke eines Staffels verdoppelt sich. Genau, mit Einigler vorher. Ja. Heißt, warte mal, 30, 60, 120, 240, 480? Bei der 5. Wunde? Nein. Nein, der kann doch nicht so stark werden. Oder? Gut, ich muss jetzt wegen die Lebensstelle verlernen. Ja. Komm mir die Lebensstelle weg. Ich will die neue Attacke sehen. Der Hyperborder. Oh, ein Vati! Ich will jetzt den Hyperborder natürlich sehen. So. Aber nur 5. Ladevorgang, ne? Das ist natürlich ungünstig. Oh. Das ist aber der Ladevorgang. Das ist halt ziemlich dämlich. Da. Ein Bodycheck. Okay. Bitte? Danke. Okay. Die Animation ist ein bisschen böse. Also, er bekommt ein Level-Up. Schön. Du magst der beste Pokémon-Trainer sein, aber ich bin der größte Enigma-Fan. Dann wollen wir zu ihr wieder gehen. Hyperborder, Oh, wow. Genau deswegen benutze ich Dummiesel. Was? Dein Dummiesel hat sich zu einem Dummimiesel entwickelt. Excuse me, what? Was? Dummimiesel. Erdschlangen-Pokémon. Immer noch normal, scheiße. Zwei-Segment-Form. Es vertreibt Feinde aus seinem Nest, indem es große Mengen Luft in seine lange, schmale Lunge saugt und eine mächtige Druckwelle ausstößt. Dummiesel wird zu Dummimiesel.
Für mich ist auch sehr dumm. Ja, totale Enttäuschung. Darauf haben wir seit 7 Generationen gewartet. Ha. Also, verdammt, das haben wir jetzt schon wieder. Ja, schauen wir mal, was die nächste Kamera für uns bereitet. Shit. Ich dachte, das ist noch der Typ, der labert. Willkommen zu unserer letzten Stage. Ein Ort, der vor Kämpfen nur so bebt. Sehe ich ihn schon? Ja, da unten auf dem Boot. Der Kampfplatz. Wird es unserem Herausforderer gelingen, den schleichenden Gentleman hier ausfindig zu machen? Los, zeig uns, was du drauf hast. Na sowas. Ich bin zutiefst beeindruckt. Hoffentlich strengst du dich bei deiner Schatzsuche genauso an wie bei der Suche nach mir. Läuft bei dem Vieh rückwärts. Sofort austauschen. Wir gucken mal. Danke, Dave. Dank Dave sind meine Followerzahlen zapplerangtastisch in die Höhe geschossen. Okay. Damit ist die Arena-Prüfung bestanden. Glückwunsch! Was für eine hochspannende Challenge. Die ganze Welt hat richtig mitgefiebert. Wenn ich mich jetzt noch mit der Messe breche, meine Videos bestimmt den Zuschauerrekord. Die Vorbereitungen dafür sind auch schon abgeschlossen. Komm zum Empfang, wenn du für einen Kampf bereit bist. Eine Column mit dir ist immer drin. What the hell? Ja. Okay. Ich bin nicht gut, wie wir Streamer hier dargestellt werden. Überhaupt nicht. So, wir gucken uns das Ding jetzt mal genauer. So, wurde nicht geheilt. Das ist schade. So, deine Stats. Das ist ein Mimimi-Pokémon. Genau das Richtige für Dave. Ey, das ist aber stark. Das ist richtig stark. Aber das Design ist wirklich sehr enttäuschend. Du meinst als Geld geile Säcke? Ja. Wenn ich es aufs Geld auslegen würde, dann wäre ich ja irgendwo dauernd permanent irgendein Einblendungsgedöns. Just Strategy. Was hast du denn geschrieben? Ich dachte, du bist ein einziger Pokémon-Placement für NC. Ja, alles hier ist Pokémon-Placement. Unbezahlt, aber. Der Nachteil dran. Aber es hat ja anscheinend mehrere Formen, wenn wir die Form angesprochen wurde im Pokédex. Das finde ich spannend. Können wir mal ganz kurz was gucken? Nee. Warte mal. Kannst du dich an neue Attacken erinnern, die du nie gelernt hast? Nein. So. Das sortiert, ja. Es ist halt einfach stark. Schönes Impact. Alle lassen sich timeouten, schön. Ihr kennt's doch. Tut man nicht so, als wäre das was Neues. Also bei dir Arena wäre es halt gut, weil es hat einen Boden, es hat sau viel Schaden. Okay, schnell gegen Rex-Pokémon, das ist immer so das Problem. Was wäre ja. Du könntest das sogar wirklich schreiben, du bist Mod, dir passiert nichts. Problem, die Mods sind davon unbetroffen. Also, wie ich jetzt einfach, wenn die deutsche Sprache so vergewaltigt. Ich bin unzufrieden. Eine Ziege, oh Gott. Ich muss ja nicht zum Pokécenter. Ich will immer zum Pokécenter laufen, wenn ich den boxen will. Dauert noch, bis ich mich daran gewöhne.
Okay. Also, Voltrell geht nicht, weil wir Osreya haben. Auch wenn so ein Elektrovogel echt nice wäre, weil deine Schwäche durch Flug. Komm, du bist gegen Boden immun, weil du Flug. Das ist eigentlich eine saugute Kombo. Du bist gegen Bodenattacken immun, was die einzige Schwäche von Elektro ist. Und du negierst. Aber das heißt nicht ganz negieren, aber du entkräftest eine Schwäche, da du selber Elektro bist. Vom Flugtyp. Das ist ein verdammt gutes Typing. Und du hast auch noch Voltabsorber. Also eigentlich ist das ein saustronges Pokémon. Wenn wir mal ehrlich sind. Das ist ein hart OPs Typing. Eigentlich müssten wir Osreya ja fast deswegen rauswerfen. Aber deutsche Sprache vergewaltigen, hm? Sind wir jetzt in Sachsen oder in Bayern? Wow. Wow, 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 wow. Okay, ja, Dave. Hast recht. Das tun wir hier wohl in einem bayerischen Stream. Mhm. Sag mal hier. Was sind da drei Typen? Was? Drei Typen? Ach so. Das ist der Tether-Type. Das ganz rechte Gift. Zum Beispiel ist der Tether-Typ. Haben wir irgendein Special? Gerade. Wenn ich. Ah, das Vulkan haben wir nicht mehr, ne? Haben wir irgendein lustiges Duo-Type mit einem anderen Tether-Type? Nee, ne? Also hier. Bimova ist eigentlich ein Psycho-Pokémon. Aber es gibt die Special-Fähigkeit hier, den Tether-Type zu ändern, wodurch dieses Psycho-Pokémon zu einem Gift-Pokémon wird, während man es einsetzt. Du musst es nachher sehen. Tether-Type? Na klar. Was? Ja, warte. Meine Banane muss abkühlen. Was? Ah, das hat schon mal eine gewisse Banane. I see. Na, Bot kaputt? Na, Bot, alles gut. Gehen wir bitte kurz auf das Knabbern. Verdammt. Warte. Hier, ja. Was genau möchtest du? Ich sehe den Typ dazu. Die restlichen Typen bleiben auch. Ah, dann kannst du wirklich einen Triple-Type haben. Ich dachte dadurch, der erste Typ ändert sich, aber ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, weil ich benutze es ja eh kaum. Genau, und während du das Tether-Ding anhast, dann mal mit Triple-Type, da kannst du bestimmt dann eine OP-Kombo machen. Hm. Thanks. Warum, hä? Was wolltest du jetzt, Impact? Ja, hier. Wolltest du die Nummer haben? So. Du bist auch Mono. Mann, warum ist das alles Mono-Type? Ich hätte jetzt auch nichts. Wir könnten halt ein zweites Wasser-Pokémon reinnehmen. Was halt saudämlich wäre. Vor allem jetzt vor der Arena. Wenn du Miesel rauswerfen. Dummi-Miesel, Entschuldigung. Würde ich jetzt eigentlich nicht. Drache mit Tether-Type Fee. Das wäre strong. Wir haben geheilt, oder? Ja. Hallo. Dave, Enigma hat dich also anerkannt, wie ich höre. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserer Arena-Leiterin stellen. Möchtest du Arena-Leiterin Enigma, die elektrisierende Streamerin, herausfordern? Yes. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampffeld. Mod 5. Ach Gott. Wenn es hier eine Zweiklassengesellschaft Mod und Nicht-Mods ausgerufen, oder wie sehe ich das gerade? Wenn ja, ich bin dagegen. Ne? Eine ungewöhnlich lange Ladezeit. Und sie streamen natürlich sofort. Hey, 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 alle zusammen, seid ihr bereit? Die einzelnen Ausrufezeichen. Oh mein Gott, ich liebe es. Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr? Na, Enigmada natürlich. Hallo, ciao und Hallöle.
Es ist Zeit für Enigma, das Enigma TV. Das ist so dumm. Unser heutiger Herausforderer ist Dave, ein Überflieger, der selbst mit einem Wollseil aufnehmen kann. Begrüßt ihn alle mal ganz lieb. Yay! Danke, danke, danke. Na Dave, was geht jetzt gerade in dir vor? Ja. Das klingt doch wunderbar, so gefällt mir das. Ehrliche Kommentare habe ich am liebsten. Und wie sieht's aus? Habt ihr Lust, bei einem Fight von Enigma live dabei zu sein? In Brisland 5000 Morgendollar gespendet. Oh mein Gott, das ist gut. Oh Gott. Ich wünsche mir eine klasse Gesellschaft von mir und die andere Seite ist alles andere. Nein. Impact bewirft nur Boon mit Kaka. Oh mein Gott. Was ist falsch mit euch? Jo, da kann es wohl sehr kaum noch erwarten. Danke für die Unterstützung, Herr Blitzel. Sie gehen sogar noch drauf ein. Sau gut. Oh. Können wir bitte jetzt endlich kämpfen? Wird Zeit loszulegen. Dann schauen wir doch mal, ob unser Herausforderer mir den Saft abdrehen kann. Nein, ich sag nicht. Nein, 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 ich mach jetzt kein Wortspiel mit Saft. Ihr könnt es euch denken. Oh mein Gott. Der fließt meine Nachrichten. Nee. Also, wir wirft Mods mit Kaka. Du musst dafür timeouten. Gelöschte Nachricht lese ich nochmal nicht. Die ignoriere ich. Was? Ja, ja, ja. Dinge sind passiert. Ach ja, ja gut, dann Antikraft. Omni-Boost, Omni-Boost. Oh, please. Oh, Fred. Omni-Boost. Komm schon. Hm. Sieht nicht so aus. Wampitz. Was weiß ich, was ein Wampitz ist. Ach, das Ding, das wurde im Trailer vorgestellt. Level 23 ist ein Tyrion im Level. Oh, willst du? Das wird die Weiterentwicklung von dem glühenden Ding? Dynamo? Lädt sich auf. Was? Hm? Welcher Schlag wurde eingesetzt? Nee, warte mal. Nee, egal. Über. Nee, Hyper wurde aber die normale Attacke. Schlag wurde die. Ja, einfach was. Luxi, Luxi kenne ich. Also, Dummi Miesel macht das hier eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. Bedroher, das ist natürlich jetzt doof. Dafür wäre jetzt der Omnibus sehr schön gewesen, weil dann wären wir noch plus minus null. Ja, buh. Geh noch eins drüber, noch eine. Ach, du willst das Feuervieh sein? Oho, Traunmagier. Das ist jetzt ungünstig. Traunvogel und Traunmagier haben gerne Schwebe. Irgendwer hatte Unlichtattacken. Strategy hatte Unlichtattacken. Ja, was hat eine Unlichtattacke? Wirbler. Heestahl. So, jetzt kommt. Ich weiß nicht, aber findet man Traunmagil nicht so cool wie Traunfugil. Ich mag es natürlich auch sehr. Oh je, das sieht gar nicht gut aus. Hey Leute, ich würde meine Leid spüren. Feuert mich an. Los! So, und Boon. Jetzt aufpassen. Wir sind in einer Elektro-Arena. Das ist ein reiner Geist-Typ. Warum sitzt eine Elektro-Arena da drin, ein Geist-Typ ein? Du siehst es gleich, warum. Ja, blablabla. Komm raus, mein kleines Glühbirnchen, volle Power, Enigma! Zieht aber, wenn Dave eine Stunde lang wie die Streamerin da redet. Nein. Never. Es wird nämlich jetzt zu einem Elektrotypen. Zusätzlich. Und hat deswegen die Glühbirne auf dem Kopf.
Terrasterisiert. Terrastra.denkpunkt. Terra. Das ist furchtbar, das Wort. Da ist noch nicht viel Schaden. Komm, wir machen auch mal. Terra-Kristallisierung. Ja. Ich denke immer ins Englische. Terrestrial Rise. Und das ist furchtbar auszusprechen. Oh, Terra. So, wir machen das jetzt auch. Ich weiß gar nicht, was ist unser Typ? Stahl wahrscheinlich, oder? Sieht noch Stahl aus. Oder werden meine Stahlattacken stärker? Ein bisschen. Ist nicht sehr effektiv. Warum? Stahl auf Geist nicht effektiv. Okay, das ist schon ungünstig. Die Schwebe ist halt sehr gemein. Ah, bla bla. Votum für Arme, aber Traumagil ist der beste Geist-Pokémon. Aber Traumagil ist cooler. Cool, der. Ja, also ich habe das Gefühl, das wird nicht so ganz was für dich. Und im Impact startet die Nachricht einfach nochmal, wenn ich sie überlese. Ist da nichts dabei. Es könnte mit einem Hit klappen. Olin, nicht mehr verwirrt, immerhin. Go, 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 go. Yes. Good job, Feathers. Genau, das ist das Terra-Phänomen. Man kriegt einen neuen Typen dazu. Und so können eben... Das war eine Pflanzenarena ganz toll. Da war nämlich das Ace-Pokémon ein Mogelbaum, das ja eigentlich ein reiner Gesteinstyp ist. Und so tut, als wäre es eine Pflanze, wurde aber dann noch zu einem Pflanzentyp. Strategy versucht, Schlitzer zu erlernen. Schlitzer ist eine sehr gute Attacke. 30% Crit-Rate. Würde den Luckzuck-Hieb dafür raushauen. Immer noch 70? Ja. Hat sich nichts geändert. Ja gut, hohe Volltrefferquote. Snobili geht in Gen 1. In Gen 1 wurde die Crit-Chance nämlich anhand des Base-Initiativswert berechnet. Und das Nobility-Kit hatte den höchsten Base-Initiativwert und hatte mit Schlitzer dann eine 140%ige Crit-Chance. Dazu noch Step, also das Ding hat reingehauen as fuck. Aber wirklich brauchen wir nicht mehr. Blackie versucht Tauchtirade zu erlernen. Was ist denn Tauchtirade? Sieht nach einer Wasserattacke auf jeden Fall. Stärke 30 und 500. Wenn man taucht mit perfekt abgestimmtem Timing ab und trifft das Ziel mit Wasserspritzern. Dann berichtet er dreimal hintereinander Schaden an. Also 90. Aber 95. Also Surfer in ein klein wenig schlechter. Und physisch. Was aber gar nicht so schlecht ist, ne? Gut, gegen Mimikyu zum Beispiel und die Fähigkeit. So, was sagt sie jetzt? Du leuchtest ja so hell wie ein tausendfacher Donnerblitz. Nur 4300 von der Arena drin, das ist schon schwach. Name für Feuervieh, ja, ja, ja. Kommt gleich. Damit steht es fest, der Sieger des Kampfes ist der Herausforderer Dave. Wir waren beide stark, to be honest. So schön. Ich habe verloren und das ist frustrierend, aber danke für eure Unterstützung, ihr Lieben. Dafür, dass er so jemanden angesagt wie mich besiegt hat, bekommt Dave auch etwas Feines. Und was fragt ihr? Einen Arena-Orden. Hier, mein ganz persönliches Geschenk an dich. Hier ist auch das Mindeste. Meine lieben Zuschauer, jetzt ist Screenshot-Zeit. Brennt euch diesen Moment gut auf die Netzhaut ein und speichert ihn in einem Ordner eures Hirns ab. Warum? Bei Manka Arena gemeistert, der Weg des Champs. Yay. Jetzt hast du drei Arena-Orden, stimmt's? Cool, das heißt, du kannst Pokémon bis Level 35 leichter fangen und sie befolgen blitzschnell deine Befehle. Dieses Mega-Foto kann ich später posten. Nice, hier, die TM gebe ich dir zum Dank. Voltwechsel, oh, das war wieder so eine Tauschattacke. Ja, genau, wir tauschen. Gleich wie U-Turn. Na, hat euch dieser heiße Fight auch in Hochspannung versetzt? Dann vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und lasst doch gleich ein Like für mich da. Ihr seid... Oh, ich hasse sie so sehr. Seid gefangen mit Elektronetz. Enigmada, die elektrisierende Streamerin, verabschiedet sich. Ich weine gerade vor Lachen.
Oh mein Gott. Dumm. So. Dann wartet auch mal ganz kurz. Oh, Verzeihung. Hallo. Oh, die haben wir schon mal gesehen. Du hast soeben den Orden dieser Arena erlangt, nicht wahr? Dein Name war Dave, wenn ich mich recht erinnere. Sag, strebst du auch danach, Champ zu werden? Ah ja. Warum nicht? Das wollte ich hören. Für jemanden, der noch so jung ist, verfügst du über außergewöhnliches Talent. Verschwende es nicht. Greif nach den Sternen. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Zagaria. Ich bin die Präsidentin der Pokémon-Liga. Das ist die Organisation, die für die Verwaltung der Arena zuständig ist. Wenn du weiterhin Arena-Orden sammelst, könnten wir uns in Zukunft erneut begegnen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Okay. Ich habe Dave gerade vermöbelt. Ja, die ist hergekommen und hat mir richtig eine mitgegeben. Das Mikro rutscht immer weiter runter, ne? Warte mal. Ich habe mir die Schraube ein bisschen enger gezogen. Vielleicht geht es dann nicht immer so. Das ist ja blöd. Sag wir, so. Was? So, der geht auch mal auf Mama Schnuti. So. Also, Impact hat sich hierfür angemeldet. Möchte noch jemand das Ding sein? Ansonsten vergebe ich direkt, ansonsten müssen wir es auslosen. Soll ja jeder die Chance haben. Genau, und vergiss nicht, einen Kommentar zu schreiben und bimmelt die Glocke. Ja, genau. Ich will das nächste Mal sehen. Achso, wie ich verprügelt werde? Nee. Ich will auch. Was mich verprügeln? Dave, die Chance, nochmal ein anderes Vieh zu sein? Es wird definitiv getauscht. Also irgendwann mal durchgetauscht. Das sehe ich schon. Ich bin mit dem Team bisher... Es funktioniert gerade, weil wir überlevelt sind, aber ich glaube, wenn wir wieder... Mit dem Level gleich auf sind mit den Gegnern, wird irgendwie wieder hart aufs Maul und deswegen bin ich eigentlich sehr unglücklich. Deswegen, kein Slot außer Strategy ist safe. Der Starter ist immer safe. Alle anderen sind... Ach komm, ich mach mit. Okay, wirklich, willst du mitmachen? Dann müssen wir es auslosen. Ich bin ja ein Ritter. Also wegen dem Helm. Ja, okay. Dann... Okay, dann machen wir es schnell so. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Bot zu connecten. Gebt mal RNG, also Ausrufezeichen RNG 20 ein. Die höhere Zahl gewinnt. Also, pass einmal vor. So. Ich habe jetzt eine 14 gewürfelt. Oh, Yellow hat eine 17. Oh, strong. Ah, warten wir noch auf Impact. Das ist auch eine 17, würfelst du noch was hier aber aus. Ja, nimm du. Oh, Impact, sonst bleib ich zurück. Willst du nicht? Willst du dir was anderes dann später holen? Wir haben ja noch ein paar andere. Dave und seine Programmierkünste. Ja, lass mich doch. Das ist eine Zahl von 0 bis X, was halt eingegeben wird. Könnt ihr immer benutzen. Baut das ja eh eigentlich immer an. Ganz selten ist er disconnected. Ja, okay, und dann? Willst du wirklich nicht Impact? Jetzt ist Impact traurig. Ja, soll er doch mitmachen. Er hat doch immer noch eine Chance. Mach doch einfach. Okay. Dann wird's yellow. Jetzt habe ich 4 gemacht, ne? Tut mir leid, Impact, aber ich mach's halt immer so, dass es fair ist, dass jeder die Chance hat. Da gibt schon noch andere Viecher. Wir haben ja hier noch allein welche. Vielleicht schmeiß ich aus Leia ja wirklich raus für den Vogel irgendwann. Und da hat sich ja Captain so bemüht. Dummi Miesel wäre noch da. Manu, will nicht so spoilen. Aber keinen Bock gerade auf Pokémon zu zocken. Und hallo Kisabo. So. Dann müssen wir es aber Yellow auch mal trainieren. Du hängst gerade sehr hinterher.
Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach ja, nächstes Herrscher-Pokémon, hatten wir gesagt. Wie weit bist du denn, Kizervo? Hast du schon durch? Kakbun, nur weil er meine Nachrichten gelöscht hat. Genau, deswegen bist du in Ungnade beim Bot gefallen. Moment, da ist eine Erwähnung, aber die ist strong gewesen. Was bist du? Bist du ein Herrscher? Ja. Stahl. Bist du Straße der Sterne? Nö, da habe ich jetzt keine Lust zu. Westliche Zone 1. Da waren wir noch gar nicht da hinten. Gehen wir mal dahin. Ich habe das Game gekauft, aber nicht mal angefangen. Kein Bock dazu irgendwie. Oh, wieso denn? Also ich habe Spaß. Das ist gut. Ich gebe dir nur einen Tipp. Autospeicher nicht ausschalten. Ist wichtig. Ich hatte einen Crash gestern. Und durfte 2 Stunden Leveln nachholen. So. Ah ja. Dann auf geht's hier lang. Zu neuen Ufern. Hier waren wir ja schon, denke ich mal. Da sollten wir alles gelootet haben. Ist nicht mal ein Pokémon. Was ist hier los? Hi. Welches Level hast denn du? Jetzt kommst du wahrscheinlich Level 10 oder so. Oh je. Generell zocken wenig oder Anime. Nichts am Reizen. Generelle Luftlosigkeit. Endatiri. Und Level. Ja. Wir hätten hier schon viel früher hin müssen. Upsi. Vielleicht mal morgen, weil ich da habe ich frei. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht so reizt. Gibt's immer wieder. Es gibt auch Tage, da denke ich mir so, boah, ich hab gar nichts Bock. Dann hocke ich mich hin. Ein Wuffels. Die blöden Dinge. Spinne, Mankey. Da hocke ich mich auch noch hin und guck einfach irgendwo zu, weil ich selber auf selbst aktiv irgendwas mache, überhaupt keine Lust habe. Das kommt vor. Das geht aber auch wieder weg. Eine Lichtsäule. Ja, ich bin eine Lichtsäule der Unterhaltung. Rosa. Ein Schuppet. Boah. Boah. Ganz einfach. Na gut, das ist halt jetzt. Wobei, wie jetzt könnten wir. Ich habe gerade eine ganz doofe Idee. Jetzt wartet mal. Jetzt passt mal auf. Packen wir Surveyor einmal raus. Und Blackie einmal raus. Mit den beiden können wir jetzt hier erstmal leveln. Weil wir müssen ja sowieso hier durch. Das heißt nicht, dass ihr aus dem Team seid. Keine Sorge. Aber euch noch weiter zu überleveln, ist halt absoluter Quatsch. Dann können wir erstmal die anderen ausprobieren. Das war ein Crit. Ui. Ui. Ah gut, wir sind jetzt halt mit den Leveln auch wieder normal, ne? Vielleicht sollte ich lieber die Overworld-Fight-Mechanik nehmen. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Mach nochmal Kreideschrei. Ja. Das geht. Ne, komm, was soll das? Sollte reichen. Ich lasse dich aber mal zocken. Mein Hintergrund-Dingsel. Oh, wirklich? Ich hab ihn nicht besiegt? Pech. Malte Buhn, den gibt's ja auch noch. Wow. Damit ich nicht am Anfang bei dir im Pokémon-Stream bin und nicht dann starte bin, das ist irgendwie falsch, oder?
Eine Strategy hat sich drum gekümmert und wurde der Starter. Irgendwer hat sie ja übernommen. So, das solltest du easy packen jetzt, ne? Ja. Genau, so habe ich gestern nämlich gelevelt die ganze Zeit auch. Da wollen wir immer möglichst die großen haben. Wie sieht's aus? Gucken wir mal, wie es bei denen läuft. Hallo. Ja, das funktioniert halt deutlich besser, ne? Ich finde die. Oh, ein Funfi! Ein Funfi, das ist ja cute. Funfi und Donphan sind sehr cool. Okay, dann geh dahin. Ah, Menki! Delfin, beschütz mich! Da! Ein Delfin ist ein bisschen doof. Vielleicht nehme ich ihn wirklich Cap. Passt. Bam. Und fertig, kriegt's Level ab. Das war knapp. TM. Sonnentag. Der Delfin gehört mir. Er wird, wenn sich mehrere drauf bewerben, verlost wie alle anderen. Oh. Ach, da waren. Warte mal. Verstehe ich nicht, wie das mit der Autoheilung funktioniert. Ich hatte doch. Ach Gott. So. Ja. Ich wollte da. Was war denn anders? Oh, warte mal, warte mal. Wir können ja mal gucken. Das ist bestimmt noch andere Wasserattacken, die du hättest lernen können mal. Nein. Ah. Diese Menüsteuerung. Aquaknall und Superschall, actually. Was auf Energiefokus. Superschall ist besser. In brenzligen Situationen habe ich den Gegner lieber verwirrt, als dass ich meine Crit-Chance erhöhe. Oh Gott, du hast echt noch keine guten Attacken, leider. Doppelt getroffen, ist die Frage. 35 mal 2 dann, oder? Dann ist es eigentlich 70, dann ist es stärker. So. Dave beginnt Poké ziehen. Nur ein bisschen. So ein klein wenig. Alle Kinder haben Angst vor Vampiren. Nur nicht der Thomas. Denn der beißt gerne Omas. Nebula, hi. Und dann habe ich dich jetzt berührt. Oh, so Quatsch. Ich habe 4 Volldeppen da. Was, was, was? Moment. Bin doch gar nicht bei dir. Und auch nicht, Cap auch nicht. Schon Cap, ich mach gar nicht viel Witz über dich. Aha. Aber dieses Overworld-Level ist so angenehm. So, hat ein Level abbekommen, das ist gut. Als ob du auch immer nett zu mir wärst, ne? Der Aushalt muss auch mal einstecken, Cap. So, haben wir hier jetzt. Bin offline noch, ne? Ja. Wobei, ich glaube, den habe ich schon gesehen. Ist das der Geisterhund? Ist das der Geisterhund? Und ja, den will ich.